Herzlich willkommen zurück zu Elex 2. Wir sind hier in diesem wundervollen Lager der Berserker und wollen hier aber einen Alp treffen. Letzte Mission, bevor wir dann zum Trooper befördert werden. Wenn das kein Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht. Wir haben letztes Mal auch unsere Nahkampfwaffe noch ausgerüstet. Den Klopfer, unsere erste legendäre Waffe, die wir jetzt tatsächlich auch mal ausrüsten konnten. Oh, den können wir dann gleich mal ausprobieren. An der Pestratte. Das wird jetzt wohl auch erstmal unsere Waffe sein, da ich ja auf was anderes gehen möchte, nämlich auf Konstitution. Man sieht, wie viel wir hier noch draufkriegen. Und wir machen sogar Verderbnisschaden. So. Warum er gerade das Schild nicht benutzen wollte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, mit der kann man ein bisschen Spaß haben. Da gefällt mir der Schaden tatsächlich ganz gut, den wir mit dem anrichten. 65 muss da erstmal reichen. Und da ist ja der Kollege Varkis. Ah, da bist du ja endlich. Ich habe bereits auf dich gewartet. Arzog hat mir eine Nachricht zukommen lassen, dass er mir Verstärkung schickt. Ich nehme an, das bist du. Richtig. Er hat mich hergeschickt, weil ich diese Gegend von früher kenne. Sehr gut. Dann kannst du mir sicher mit meinem Auftrag helfen. Wovon redest du da? Commander Arzog sagte, ich soll auf jemanden namens Jax warten. Bist du das nicht? Doch. Er meinte, es wäre dein letzter Auftrag als Scout. Also, bist du jetzt hier, um mir bei meinem Auftrag zu helfen oder nicht? Ja, komm. Was ist denn jetzt los hier? Um was geht es bei deinem Auftrag? Da Arzog dich geschickt hat, gehe ich davon aus, dass du vertrauenswürdig bist. Meine Mission ist es, mehr über die Macht der Berserker herauszufinden. Um genau zu sein, über ihr Mana. Es gleicht dem Elex, aber es ist doch etwas völlig anderes. Die Berserker expandieren so stark, da können wir es uns nicht leisten, die Quelle ihrer Macht nicht zu kennen. Das fällt ihnen ja früh ein. Das hätten sie ja eigentlich schon mal längst davor machen können. Und was genau willst du über das Mana wissen? Alles, was es zu wissen gibt. Jetzt, wo wir Alps mehr mit unseren Emotionen experimentieren, könnte das Mana der Berserker vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Ich habe gehofft, dass ich mich als Berserker verkleidet bei ihnen einschleichen kann. Im Optimalfall hätte ich eine Tätigkeit als einer ihrer Setzer oder vielleicht als Gehilfe an ihrer Mana-Verarbeitung. Ja, und? Wenn du als Setzer arbeiten willst, solltest du mal mit Thorhild sprechen. Ich habe bereits in Erfahrung gebracht, dass sie für die Setzlinge zuständig ist. Leider hat sie mir nicht getraut und gesagt, ich solle den Wald von Unkraut befreien, wenn ich mich so gerne mit Pflanzen beschäftige. Ich nehme an, das war eine Art Beleidigung. Ich habe mich also bedankt und sie dann nicht weiter gestört. Hier draußen eine Arbeit zu finden, ist also keine Option. Ich muss in das Vorhineingelassen werden. Und genau deswegen bist du hier. Ich brauche einen Ortskundigen, der dafür sorgt, dass ich Zugang zum Fort bekomme und mir hilft, dort eine Arbeit zu finden. Die Leute hier sind alle sehr emotional. Mir fällt es extrem schwer, darauf zu reagieren. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gut, ich habe auch bereits eine Idee, wie du mich ins Fort bringen könntest. Und wie sieht die aus? Ich werde mich außerhalb der Reichweite der Torwachen positionieren, während du zu ihnen gehst. Dann wirst du ihnen sagen, dass gleich jemand kommen wird, um zu beweisen, dass er es wert ist, ins Fort gelassen zu werden. Als nächstes gibst du mir ein Signal und ich werde einen der beiden Torwachen über mehrere hundert Meter erschießen. Das sollte ihnen meine Effizienz beweisen. Wer kam eigentlich darauf, dir diese Mission zu übertragen? Arzog persönlich. Ich bin der effizienteste Scout im Depot. Wir müssen die Berserker nur dazu kriegen, das auch zu sehen. Ich bekomme nicht umsonst so eine hohe Elix-Ration zugeteilt. Ah, das erklärt einiges. Ich höre heraus, dass du denkst, dass mein Plan nicht funktionieren wird. So könnte man es auch sagen. Aber genau deswegen bist du ja hier.
Wie denkst du, sollten wir vorgehen? Ach, wir gehen zusammen hin. Lass uns zusammen zum Tor gehen. Du denkst doch nicht wirklich, dass es so einfach ist. Wie ich dir bereits sagte, ich habe es schon alleine versucht. Ich habe keinen Grund zu glauben, wir könnten ein anderes Ergebnis erwarten, nur weil du dabei bist. Ja, aber ich komme da rein. Überlass das einfach mir. Komm mit. Wie du willst. Dann geh voran. Ich habe mich doch schon selber reingebracht. Dann kriegen wir den doch noch rein. Sollte doch wohl kein Problem sein. Ja, Moment, wo geht's denn nochmal zum Tor? Hier müssen wir lang. Da ist dann der Weg nach oben. Ach ja, diese Torwache hier. War ja schon schlimm genug, dass die uns genervt hat, aber dass wir die jetzt uns nochmal mit denen rumschlagen müssen. Ich hoffe, das geht schnell. Halt, dich kenne ich. Aber wer ist der da? Nur ein Freund. Das kann ja jeder behaupten. Wir lassen hier niemanden rein, den wir nicht kennen. Oder, Striker? Wie, was? Ich hab nicht aufgepasst. Genau. Moment mal. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kenne den. Den haben wir doch schon mal weggeschickt. Warte mal einen Augenblick. Du da, komm mal her. Wo kommst du überhaupt her? Ich bin ein Schatzsuchender. Das ist mir schon klar. Aber vor was suchst du welchen? Wovor ich... Ich suche Schutz vor... den Alps. Ja, genau, die Alps, die jagen mich. Deswegen bin ich auch mit dem Alps da, ne? So. Lass ihn einfach rein, Garda. Wenn er vor den Alps geflohen ist, kann er nicht so ein schlechter Kerl sein. Boah, macht das keinen Sinn, ja. Wie sagt mir, dass du nicht einfach einer dieser Stim-abhängigen Irren bist, die ab und zu mal vorbeikommen? Du weißt, dass die Outlaws seit Jahren nicht mehr hier wohnen, oder? Stims bekommst du hier keine. Dessen bin ich mir bewusst. Ihr seid die Berserker. Ein unterentwickeltes Volk von Abergläubischen, die... Wie hast du uns gerade genannt? Reg dich nicht auf. Der hat eindeutig einen geistigen Schaden. Hör doch mal, wie der spricht. Sei nicht so hart zu ihm. Es war nicht meine Absicht, die Herren zu beleidigen. Okay, lassen wir das. Du bist zwar ein bisschen komisch, aber da bist du hier nicht der Einzige. Na gut, ich will euch durchlassen. Aber ich warne dich nur einmal. Machst du hier Ärger? War's das mit dir, klar? Ich bin bereits davon ausgegangen, dass ich exekutiert werde, wenn ich einen Fehler mache. Ich bin mit den Bedingungen einverstanden. Na dann, geh mal durch. Geh doch. So ein Spinner. Ja, also total unauffällig, ne? Dass er mit dem Alt da ist. Läuft. Stark bewohntes Gebiet geortet. Deaktiviere Feindsensoren. Ich glaube, ein Danke ist an dieser Stelle angebracht. Ich werde wohl noch ein wenig brauchen, mich an die Art der Kommunikation zu gewöhnen, die hier vorherrscht. Scheint ganz so. Der erste Teil des Plans wäre geschafft. Als nächstes brauche ich eine Arbeit. Wir sollten den Commander finden, der hier für alles verantwortlich ist. Wieso wir? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Das ist nicht richtig. Ich kenne Azogs Befehle. Du wirst mir helfen, bis ich dich nicht mehr brauche. Also werde ich noch ein bisschen deutlicher. Hilf mir hier eine Arbeit zu finden, bei der ich mit möglichst viel Mana in Kontakt komme. Bei wem müssen wir uns melden? Fenris ist hier für alles verantwortlich. Du solltest ihn nach einer Arbeit fragen. Das machst wohl besser du.
Denk dran, ich werde Azog erst berichten, dass du deine Aufgabe erledigt hast, wenn ich zufrieden mit deiner Arbeit bin. Also, zögere nicht und besorge mir eine Arbeit, bei der ich mit möglichst viel Mana in Kontakt komme. Ja. Machen wir. Darf ich dir mal was zeigen? Gerade nicht. Kann das nicht warten? Nee, ist echt wichtig. Na, wenn das so ist. Was liegt denn an? Weißt du, ich will dir nicht nur was zeigen, ich will auch deine Meinung hören. Mir hört nämlich niemand zu. Analyse. Was will diese Maschine denn jetzt? Hinweis, an diesem Kind haftet Kohlenmonoxid. Das deutet darauf hin, dass es geraucht haben könnte. Was? Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ich muss euch was zeigen. Eine weiterführende Analyse ergibt... Ja, ja, jetzt komm schon. Wir müssen hinter Hitchs Hütte. Eigentlich so? Darf ich da gar nicht mehr hin. Ich will da auch Aber gar nicht nun hin. Aber nun bist du ja dabei. Ich fange schon jetzt an, es zu bohren. Keine Sorge, Onkel. Sieht doch wieder irgendein Mist. Da sind wir. Jetzt bist du sprachlos, was? Und? Sag schon. Wir stehen hinter einer Hütte. Was soll hier sein? Ihr Großen guckt nie vor eure Füße. Hier am Boden liegen voll viele Zigaretten. Du meinst Zigaretten? Ja, sag ich doch. Zigaretten. Guck sie mal genau an. Und dann musst du mir sagen, was du davon hältst. Aber nur gucken, ja? Nicht anfassen. Ein paar Zigarettenstummel. Nicht ungewöhnlich. Nur gucken, habe ich gesagt. Ist ja gut. Die fasse ich bestimmt nicht an. Wegen der Zigaretten. Ja? Was denkst du? Rauchst du heimlich? Nee, will doch nicht stinken. Die sehen ziemlich gewöhnlich aus. Darum geht's doch gar nicht. Dann sag mir doch einfach, was du willst. Boah, immer muss man alles erklären. Warum raucht jemand so viel? Sieht so aus, als hätte jemand eine Pause gemacht. Gar nicht wahr. Gewartet hat hier jemand. Dabei hat er durch das Fenster geglotzt. Warum tut jemand das? Vielleicht hat er etwas gesehen, was ihm gefällt. Da drinnen wohnt nur Hitch und der ist hässlich. Wer sagt denn, dass er alleine war? Ist er aber. Hitch hat keine Freundin. Verrat mir doch einfach, was du denkst. Ich glaube, hier hat jemand nur darauf gewartet, dass Hitch aus seiner Hütte verschwindet. Und dann ist er rein und hat Ärger gemacht. Wenn du alles besser weißt, wozu brauchst du dann mich? Du sollst mir sagen, dass ich recht habe. Kann schon sein, dass es so passiert ist. Es ist so passiert. Nun muss ich aber los. Muss dringend zu Hitch. Vielleicht hört er mir endlich zu. Tschüss, Onkel. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, wir sind wieder im Lock. So, das ist aber noch auf der Karte markiert. Perfekt. Penris, euer Versuch. Im ersten Teil haben sie sich immer noch... Du da! Komm mal rüber. Man sieht, wir haben hier noch nicht viel gemacht. Hast es an der Torwache vorbeigeschafft, was? Kennen wir uns? Noch nicht, aber ich arbeite daran, das zu ändern. Schließlich haben wir was gemeinsam. Und was soll das sein? Na, du stehst hier und ich stehe hier. Aber Spaß beiseite. Ich bin Hank
Und wenn ich richtig liege, musstest du dich ziemlich abstrampeln, um hier reingelassen zu werden. Ich weiß nur zu gut, was das heißt. Habe damals bei den Shorties gearbeitet, damit ich rein durfte. Deswegen will ich dir ein Angebot machen. Etwas Starthilfe kann ja nicht schaden. Und was genau hast du anzubieten? Zeug, das du sonst nirgends bekommst. Aber zum Geschäft. Splitter sind bekanntlich eine feine Sache, man kann aber auch anders bezahlen. Ich zum Beispiel tausche Zeug. Die Dinge, die dann für mich abfallen, setze ich gewinnbringend um. Da man aber manchmal nicht um Splitter herumkommt, bitte ich dich um eine kleine Investition. Betrachte es als Vorschuss auf zukünftige Geschäfte. So oft bin ich aber danach nicht mehr. Danach kannst du von Zeit zu Zeit Gegenstände bei mir eintauschen und ich gebe dir etwas von stattlichem Gegenwert. Ich muss dich bezahlen, damit du mit mir tauschst? Nur nicht so enttäuscht, es lohnt sich für dich. Die Splitter, die du mir gibst, wende ich dafür auf, interessante Gegenstände zu besorgen. Ich rede nicht von dem Abfall, den man am Straßenrand findet. Mir geht es um Raritäten, kostbare Einzelstücke. Du hast mein Wort. Schlag ein und ich liefere dir Zeug, das kein anderer im Angebot hat. Klingt interessant. Aber ich weiß nicht, wie oft wir das in Anspruch nehmen, weil ich habe eigentlich nicht vor, hier nochmal großartig wieder hinzukommen. Machen wir nicht. Noch nicht. Später vielleicht mal. So, wo ist jetzt Fenris? Geradeaus durch. Also wenn wir jetzt bei den Berserkern wären, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Aber jetzt so eher weniger. Ein Freund von mir sucht Arbeit. Hier gibt es mehr als genug zu tun. Was hat dein Freund denn für Fähigkeiten? Er kennt sich gut mit Technik aus. Aber bei Berserkern? Technik? Davon haben wir hier nicht besonders viel. Was für eine Arbeit hat er sich denn so vorgestellt? Irgendwas mit Mana. Irgendwas mit Mana. Das kann er vergessen. An unser Mana kommen nur unsere besten Heiler. Er wird sich schon mit einem unwichtigeren Job zufrieden geben müssen, bis er sich bewiesen hat. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich kann ihn, glaube ich, nicht gebrauchen. Vielleicht fragst du mal bei Tilas, Lasse oder Chloe nach. Vielleicht kann er bei ihnen putzen oder sowas. Ich glaube nicht, dass er zufrieden damit wäre, verschüttetes Bier aufzuwischen. Das ist nicht mein Problem. Jeder hier muss einmal klein anfangen. Sprich mal mit den dreien. Mehr kann ich dir dabei nicht helfen. Gut, dann sprechen wir mit den dreien. Zu Chloe sollten wir eh nochmal. Hier kann man bestimmt nicht rein, oder? Halt! Nur ehrenwerte Bürger oder Leute mit einer direkten Einladung des Warlords Red haben Zutritt zum oberen Teil des Forts. Wenn du keinen guten Grund hast, kann ich dich nicht durchlassen. Nee. Ich gebe dem sicherlich kein Geld, dass wir da reingehen können. Na gut, dann können wir hier mal so durch den Teil gehen. Hier waren wir bisher auch noch nicht. Okay, hier waren wir schon. Was haben wir hier Schönes? Eine. Ein Weib und Wagerblende. Hör mal auf damit. Kann ich was für dich tun? Mach's aber kurz. Hab noch ein Eisen im Feuer. Dann bist du wohl der Schmied. Das bin ich. Und an der Esse zu stehen, sorgt für eine trockene Kehle. Also was ist? Spendierst du einen? Nö. Ich habe gerade nichts da. Ach doch, hätte ich machen sollen für den Job. Mach's wie ich. Deck dich bei Chloe ein.
Ist ganz brauchbar, das Zeug. Und wenn du dir was holst, bring mir einen Tropfen mit, okay? Ein Freund von mir sucht Arbeit. Ein Freund? Warum fragt er nicht selbst? Er ist sozial nicht unbedingt die hellste Leuchte, deswegen schickt er mich. Ach, so ist das. Versteht er denn was vom Schmieden? Nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht kannst du ja trotzdem Hilfe gebrauchen. Beim Putzen oder so. Putzen? In einer Schmiede? Nein, das bringt nichts. Das dauert keinen Wimpernschlag, dann sieht alles wieder so aus wie vorher. Nein, tut mir leid. Für jemanden, der nicht schmieden kann, habe ich keine Arbeit. Versuch es mal bei Chloe. Die kann dafür vielleicht jemanden gebrauchen. Viel Erfolg! Ich sah ein Weib und war geblendet. Schnell weg hier. Oh, was ist denn hier los? Würde es Ihnen etwas ausmachen, woanders lang zu gehen? Ja. Geh jemand anderem auf die Nerven. Sie behindern die laufenden Ermittlungen. Und ein Tatort darf nicht verändert werden. Ich weiß schon, warum ich nicht bei den Berserkern sein wollte. Warum spielst du nicht woanders? Darf ich Sie darauf hinweisen, dass nur der Täter ein Interesse daran haben kann, mich loszuwerden? Du bist ein ganz Schlauer, was? Ich bediene mich lediglich der Logik. Was ist überhaupt passiert? Haben Sie das Blut auf dem Boden nicht gesehen? Ein eindeutiges Indiz für ein Verbrechen. Das stammt sicher von einer Schlägerei. Sie meinen, da haben sich zwei geprügelt? So sieht's aus. Ich muss die Hintergründe und das Motiv klären. Vielleicht komme ich noch einmal auf Sie zurück. Dürfte ich deshalb Ihren Namen erfahren? Nein. Der geht dich nichts an. Verdächtige Person verweigert die Mitarbeit. Ist notiert. Jetzt muss ich aber los. Wiedersehen! Ja, tschüss. Hey, wo willst du hin? Gleich kommt die Wache. Gleich kommt die Wache. Sieh schon kommen. Yes. Ja? Du willst doch bestimmt ein Heilelixier oder eine Salbe. Obwohl, bei deinem Zinken... Ich werde dir zwei Salben mitgeben. Wo habe ich sie denn abgelegt? Die letzte Salbe war... Nein, Moment. Warte mal einen Augenblick. Bin gleich wieder da. Nicht hilfreich. Überhaupt nicht hilfreich. Was denn? Ich bin beschäftigt. Du wolltest mir irgendeine Salbe... Ich dir? Eine Unverschämtheit ist das, mir sowas zu unterstellen. Salben muss ich erst wieder zubereiten. Was willst du eigentlich? Arbeit kann ich dir keine geben. Für Kleinigkeiten steht mir ein Gehilfe zur Seite. Und ausbilden kann ich dich nicht. Dieses Anrecht erhält nur mein Lehrling. Ich sehe keinen Lehrling. Natürlich nicht. Der Letzte ist an seiner eigenen Unfähigkeit zugrunde gegangen. Bedeutet das, der Posten ist frei? Mitnichten. Du stellst also niemanden ein? Wer behauptet denn sowas? Wir drehen uns im Kreis. Präzise kann ich mich nun wirklich nicht ausdrücken. Aber nun entschuldige mich. Wir hatten ja alles geklärt, nehme ich an. Nein. Er kann es nicht lassen. Was ist jetzt schon wieder? Ich suche Arbeit für einen Freund. Ist dein Freund denn bewandert in den Künsten der Alchemie und der Phytologie? Nicht, dass ich wüsste. Ach doch, bestimmt. Dann braucht er gar nicht erst herkommen. Hast du keine andere Aufgabe für ihn? Ich könnte hier höchstens eine Haushälterin gebrauchen. Ich habe es bis jetzt vermieden, hier jemanden einzustellen, weil ich niemanden gebrauchen kann, der meine Ordnung durcheinander bringt. Alles hier hat seinen festen Platz und folgt einem System.
Ich will niemanden, der selbstständig denkt, verstehst du? Ich brauche jemanden, der nur das tut, was ihm gesagt wird. Und zwar exakt so, wie es ihm gesagt wird. Denkst du, er bekommt das hin? Es ist vermutlich eh besser, wenn ihm jemand sagt, was er tun darf und was nicht. Das klingt schon mal vielversprechend. Was soll das denn kosten, den hier putzen zu lassen? Intelligenz 50, Nichen, Gerissenheit 20. Ich bin sicher, er wird auch umsonst arbeiten. Ah, sehr schön. Die Arbeitsmoral gefällt mir. Dann schick ihn her. Er kann sofort anfangen. Ha. Sehr schön. Ja, verrückter Professor, das ist doch eigentlich perfekt für ihn. Würde ich mal so sagen. Ich habe einfach eine tote Volutkralle im Lager. Ist halt aber gut gesichert. Hey, du kannst umsonst bei dem verrückten Professor arbeiten. Der wird sich freuen. Ich habe es geschafft. Du hast eine Arbeitsstelle bei dem Heiler Tilas. Ah, sehr gut. Ich werde mich dort bestimmt nützlich machen können. Die Berserker werden schon bald merken, dass meine chemischen Künste um einiges ausgefeilter sind als ihre Magie. Ich werde direkt anfangen, mich mit Tilas über seine Arbeitsweise zu unterhalten und ihm sagen, was wir anders machen sollten, um effizienter zu sein. Was genau werden denn meine Aufgaben bei ihm sein? Botanische Untersuchungen durchführen? Mana-Experimente leiten? Putzen. Was? Er stellt dich als Putzkraft ein. Nimm es oder lass es. Eine Vergeudung meiner Fähigkeiten. Aber gut. Irgendwelche Tipps, bevor ich zu ihm gehe? Widersprich ihm nicht und tu, was er sagt. Gut, ich werde das berücksichtigen. Dann sehe ich hiermit deine Aufgabe als erledigt an. Ich werde Azog berichten, dass du mir geholfen hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird er dich zu einem Trooper machen, wenn du mit dieser Aufgabe fertig bist? Ich glaube schon. Gut, dann solltest du keine Zeit verschwenden. Melde dich wieder bei Azog. Von hier an komme ich alleine zurecht. Perfekt. Danke für deine Hilfe. Das war ja überraschend einfach. Auch mal wieder was anderes. Das ist schön. Ich mag es ja, wenn es nicht nur um Kämpfen geht. So, zurück zu Azog. Das nehmen wir noch mit in dieser Folge, denn ich wollte gleich wieder ein kleines Päuschen machen. Den Trooper, der gehört hier in diese Folge noch mit rein. Das geht ja nicht. Genau, das und natürlich dann die neue Rüstung kaufen. Das gehört natürlich noch mit in diese Folge mit rein. Und dann werden wir feststellen, oh, die kostet 10.000 Splitter, ich kann sie mir nicht leisten. So, wissen wir ja da. Ich habe Varkis geholfen. Bin ich jetzt bereit, zu einem Trooper ernannt zu werden? Ich habe bereits Nachricht erhalten, dass Varkis mit deiner Arbeit zufrieden war. Auch wenn er seine neue Aufgabe suboptimal findet. Aber du hast alles erledigt, was ich dir aufgetragen habe. Also ja, du bist bereit, zum Trooper aufzusteigen. Wenn du das wünschst. Verdammt, wir sind nicht gut genug. Stufe 20 brauchen wir dafür. Na gut, dann halt nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt sind wir 15. Ja, 5 Level noch. 4,5 Level noch. Vielen Dank fürs Zuschauen, dann machen wir erstmal andere Sachen. Bis zum nächsten Mal.